Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die demokratische Opposition hat es das ganze Halbjahr über versucht, den Haushalt hier zum Thema zu machen, wo er hingehört. Wir haben Aktuelle Stunden angemeldet, haben Regierungserklärungen gefordert, vergebens. Die Koalition und der Senat wollten das nicht, wollten nicht darüber reden. Und deshalb ist es gut, wenn wir jetzt endlich darüber reden. Und wenn ich aus der Koalition höre, man könne ja erst am 1. Juli was sagen, weil da erst Klarheit über die Auflösung der pauschalen Minderausgaben herrsche, ist das sicher kein gutes Argument. Über den Haushalt haben wir ja auch geredet. Und wo war denn da die Klarheit? Und auch weil Sie es seitdem geschafft haben, die halbe Stadt schwindelig zu spielen mit Ihren halböffentlichen Selbstgesprächen, müssen wir hier darüber reden. Die Stadt hat ein Recht darauf, zu erfahren, was auf sie zukommt, wie der Plan der Regierung und der Koalition ist, ob sie einen hat oder eben nicht. Und die Herausforderungen sind riesengroß. Wir weisen seit Monaten darauf hin. Es droht eine Abbruchkante von mindestens 5 Milliarden Euro in Richtung 26. Das sind über 10% des Landeshaushaltes, ohne das Risiko bei den Einnahmen. Das ist ein finanzpolitisches Katastrophenszenario. Und wir wissen auch, die Erfahrungen der Sparjahre, der Haushaltsnotlagejahre zu Beginn der 2000er Jahre zeigen sich noch heute in der Berliner Verwaltung und in der Infrastruktur der Stadt. Unter den Bedingungen des akuten Fachkräfte- und Raummangels wäre ein Wiederaufbau weitaus schwerer, als er es nach der Haushaltsnotlage war. Umso weniger können wir uns ein Wegbrechen von Strukturen leisten. Und normalerweise ist es so: In den Haushaltsberatungen werden die Entscheidungen getroffen, wofür Geld zur Verfügung gestellt werden soll. Dann wissen alle Bescheid und können auf der Grundlage dieser Parlamentsentscheidung sich dem Geschäft des Regierens und Verwaltens widmen. Vor allem aber können die vielen im öffentlichen Dienst und bei den freien Trägern, die jeden Tag hart dafür arbeiten, dass die Stadt funktioniert, und können diejenigen, die Produkte und Dienstleistungen an die Stadt verkaufen wollen, in einem definierten Ressourcenrahmen arbeiten, damit eben die Stadt funktioniert. Nicht so unter Schwarz-Rot. Im Haushalt wird erst noch mal ordentlich was draufgepackt und das Ganze bezahlt mit pauschalen Minderausgaben, also ungedeckten Schecks, und mit Rücklagen, also versiegenden Quellen. Die Ausgabeermächtigungen sind also kurz- wie mittelfristig nichts wert. Der Haushalt ist Makulatur. Die Koalition hat sich ausgezeichnet durch die Abwesenheit von Strategie und durch Entscheidungsverweigerung. Und was ist die Folge? Seitdem erleben wir eine lebende Kakophonie von Kürzungsvorschlägen, von Hü und Hott, von Klein und Kleiner, von Du schon, ich nicht. Das Ergebnis ist Verunsicherung allüberall. Hier mal eine Schweiß- und Tränenrede, die Pose der mutigen und harten Konsolidierungsentscheidung spekuliert ja auch auf Beifall, auch wenn sie vorgibt, sich nicht darum zu scheren. Mal ein, wir verstehen die ganze Aufregung nicht, man wird eh nichts merken, mal ein Versprechen hier, die Hauptstadtzulage, mal ein Dementi da. Was strahlt die Koalition aus? Wir haben keinen Plan und wir scheren uns auch nicht darum, wie es euch da draußen geht. Nein, eine Strategie gibt es nicht. Darüber trifft man normalerweise eine politische Verabredung in einer Koalitionsvereinbarung, zumal wenn man eine Koalition neu angeht. Normalerweise gibt es in einem Regierungsprogramm eine finanzpolitische Strategie. Gerade in einer Krise ist das doch die Grundlage dafür, dass die anderen Verabredungen halten. Gibt es hier nicht. Wurde ignoriert. Erzählt wird jetzt aus der Koalition, naja, da war keine Zeit für eine Strategie, keine Zeit für eine seriöse Finanzplanung, keine Zeit für einen angemessenen Haushalt. Man musste ja erst mal die Koalition bauen und die Geschenke versprechen. Aber die Lage war doch bekannt, Bart, oder? Wir haben noch darüber geredet. Habt ihr euch denn bewusst entschieden, auf eine finanzpolitische Strategie zu verzichten, nach dem Motto, eins nach dem anderen? Erst die machtpolitische Koalitionsentscheidung, von der man sich einen Einflusszuwachs verspricht, dann die Symbole, dann kommt Zeit, kommt Rat, die finanzpolitische Grundlage. Andersherum wäre es wohl zu viel Zumutung für die Partei gewesen. Ist ja auch kein kleines Ding, mal eben die politischen Vorzeichen zu wechseln. Hat sich übrigens eure Hoffnung auf den Einflusszuwachs erfüllt? Aber das führt dann eben zu einer Situation, in der nichts Finanzielles geklärt ist, nichts. Aber das 29-Euro-Ticket auf jeden Fall kommen soll. Für wie viel 100 Millionen? Mit welcher Perspektive? Wiederum ohne eine nachhaltige Ticketstrategie? Das ist doch grotesk. Nein.
Kein Plan, keine Linie, Verunsicherung allüberall. Und nun zu der Liste, die uns da gestern oder vorgestern auf den Tisch geflattert ist. Was kann man dazu bereits sagen? Erstens, man muss es ja mal einordnen. Die neuerliche Liste ist der kleinere Teil der Gegenbuchung zu den ungedeckten Schecks allein in 24. Nicht mal ein Drittel. Zweitens, mit dem niemand wird es merken, wird es wohl nicht klappen. Drittens, strukturelle Einsparungen sind das ganz überwiegend nicht. Das Ganze geht also 2025 wieder los. Da haben wir das Ganze nochmal. Viertens, wo es strukturelle Kürzungen gibt, im Personalbereich, da sind sie strukturell, geht es vor allen Dingen um Polizei, Lehrkräfte und Feuerwehr. Hier tritt die Koalition denjenigen, die heute in den chronisch unterbesetzten Bereichen des öffentlichen Dienstes arbeiten, faktisch und bildlich in die Magengrube. Was bedeutet das alles für die Beschäftigten von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, wo eigentlich mehr Personal versprochen worden ist? Sich ehrlich machen steht da noch aus. Und wie ernsthaft ist das Ganze? Ich zitiere mal, in dem Senatsbeschluss steht, Prozessoptimierung. Für alle Aufgaben, die auch in Zukunft erfüllt werden sollen, sind Maßnahmen zu erarbeiten, aufgrund derer sie effizient ausgeführt werden können. Digitalisierung, Abbau von zu prüfenden Voraussetzungen, Verschlankung, Standardisierung und so weiter. Aha, denke ich, schau an. Das hört sich ja an wie eine inhaltliche Idee. Und dann schaue ich mir die Liste an und sehe da, wo soll denn jetzt gekürzt werden? Bei Digitalisierung, bei Geschäftsprozessoptimierung, bei Wissenstransfer. Also genau bei den Ressourcen für diese Strategie, die da angemahnt wird. Was ist denn das? Eine Textschere? Die Partisanen im Gebälk? Eine Einladung zur ernsthaften Auseinandersetzung? Sicherlich nicht. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Koalition sagt, sie hätte jetzt einen Plan. Aber worin besteht er? Er besteht im Kern aus zwei Sachen. Einerseits werden finanztechnische Instrumente beschrieben, vor allen Dingen Sperren und die Einschränkung von Verpflichtungsermächtigungen. Und zum Zweiten gibt es einen machttaktischen Weg. Der heißt, alle in der Koalition sollen sich sicher sein, dass es keinem Koalitionsakteur besser geht. Alle müssen bluten. Was sie nicht beschreibt, ist, was heißt das eigentlich für die Stadt? Was heißt das eigentlich für die Menschen? Was heißt das eigentlich in der wirklichen Welt? Wie wollen Sie die Stadt durch die Haushaltskrise bekommen? Und darauf kommt es doch an, sehr geehrte Damen und Herren. Natürlich braucht man ein haushaltsrechtliches Instrumentarium. Natürlich muss man sich überlegen, wie man das Ganze im eigenen Laden durchsetzt. Aber dazu braucht man erstmal einen Plan, wie man die Stadt durch die Krise bringt. Wir haben Vorschläge unterbreitet, wie man das machen kann. Wir haben einen Pakt für die soziale Infrastruktur vorgeschlagen, um ein Mindestmaß an Sicherheit für die soziale Infrastruktur zu machen. Sie haben das brüsk abgelehnt. Stattdessen befleißigen sich eines geradezu absonderlichen Verhaltens gegenüber den Trägern. Hauptstadtzulage versprochen, gebrochen. Verbindliche Finanzierungszusagen für das laufende Jahr ewig nicht. Die einen ignorieren oder dementieren geflissentlich die Situation der Träger wie den finanziellen Rahmen. Die einen posaunen, das war es, das Vorspiel, der kleine Anfang. Was bitte soll die Stadt denn damit anfangen? Die einen klären sich empört, sie sind doch die Guten und immer für das Gute, und die anderen jagen die Ressorts aufeinander, um keine Schwerpunkte setzen zu müssen. Was bitte soll die Stadt denn damit anfangen? Das ist Konsolidieren durch Verunsicherung. Das geht, aber das verkraftet die Stadt nicht. Wie bringen wir die Stadt durch die Krise? Ja, Thema Investitionen. Wir haben es schon in den Haushaltsberatungen vorgeschlagen. Wir müssen über Transaktionskredite und wir müssen über Unternehmensinvestitionen, Haushaltsinvestitionen ersetzen, um Zeit zu gewinnen, um die Schieflage zu überwinden. Sie haben das zunächst abgelehnt. Inzwischen nehmen Sie das in den Instrumentenkasten auf, auch weil es Sondervermögen geplatzt ist. Richtig so, aber doch sehr spät. Denn ein Weg, was denn jetzt inhaltlich finanziert werden kann, haben Sie nicht. Aber eines wissen wir schon, mit diesem Nachtragshaushalt, der auf dem Tisch liegt, sind solche Finanzierungen zunächst weiter ausgeschlossen. Dafür ist kein Kreditrahmen vorgesehen. Gleichzeitig hört man, Sie wollen dieses Jahr keinen Nachtrag mehr. Was heißt denn das? Dieses Jahr passiert nicht, das passiert nichts mehr, das kann ja wohl nicht sein. Wie bringen wir die Stadt durch die Krise? Wir müssen uns um die Einnahmen kümmern, um die Steuerdurchsetzung. Wir haben Vorschläge gemacht, wir haben sie abgelehnt. Wie bringen wir die Stadt durch die Krise? Wir müssen die Schuldenbremse abschaffen. Da besteht weitgehend inhaltliche Einigkeit, aber auch da wird nur der Mund gespitzt, zum Pfeifen fehlen Mut und Luft. Also, die Situation ist dramatisch. Bisher hat sich die Koalition durch Entscheidungsunfähigkeit und Entscheidungsverweigerung ausgezeichnet. Was bisher vorgelegt wurde, bewegt sich auf der Ebene von Machttaktik und Finanztechnik. Das reicht aber nicht aus.
Es reicht nicht aus, sich darum zu kümmern, wie ich etwas durch Koalition, Senat oder Fraktion zusammenruckelt. Es geht um die Auswirkungen auf die Menschen in dieser Stadt. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Und wenn man keinen Plan hat, dann trifft es die Schwächsten. Und, verehrte SPD, auch das wissen Sie ja. Die Instrumente aus der Gruselkiste der Haushaltseinsparung, Privatisierung, Zurückzug des Staates, Herr Kollege, Sie auch müssen die wirklich sind bei der, zum Schluss bei der kommen. CDU sicherlich am ehesten am Starten. Das wird sich die Stadt nicht leisten können. Wir brauchen tatsächlich einen inhaltlichen Plan. Vielen Dank.